Ja. Hallo liebe Geeks. Ja, ich werde heute über Molloidenroboter erzählen, insbesondere über das. Ne? Und meine Ansichten teilen, wie die Technologie uns in Zukunft weiterhelfen soll. Also Roboter werden in Zukunft uns beim Aufräumen helfen. Sie werden für unsere Kinder als pädagogische Spielpartner bereitstehen und somit den Eltern die notwendigen Ruhepausen verschaffen. Sie werden uns als Trainingspartner und als Trainer helfen, aktiv und gesund zu leben. Und im Allgemeinen werden sie uns bei unseren persönlichen Projekten unterstützen, damit wir diese schneller umsetzen können. Meine persönliche Vision von dem perfekten Service-Roboter ist die eines Butlers. Das heißt, der Roboter soll alle die Aufgaben übernehmen, die wir als Menschen als unangenehm empfinden. Wir brauchen auch gar nicht so weit in die Zukunft zu schauen. Schon jetzt gibt es Roboter, die uns helfen im Haushalt, zum Beispiel das ganz berühmte Beispiel. Der Roomba-Roboter, der jetzt schon in vielen Haushalten sein Ding macht, aufräumt, staubsaugt und staubwischt. Ich werde jetzt nur das Video zeigen, damit ihr wisst, wie der aussieht. In der Forschung können wir schon ein bisschen kompliziertere Sachen machen, wie zum Beispiel hier der Roboter, der frisch gewaschene Handtücher faltet. Das ist jetzt ein PR2-Roboter mit einer fahrenden Basis und zwei einfachen Greifern. Ja, sieht ulkig aus. Wir lassen hier mal das erste Handtuch falten. Das zweite sieht genauso aus. Ja, komm, machen wir das zweite auch noch. Ich muss mich streng an die Zeiten halten. Er macht das schon ganz gut. Eine andere sehr unbeliebte Aufgabe, zumindest in unserem Labor, ist der Spülmaschinendienst. Das will keiner machen. Das hat die Gruppe von Tamim Asfur in Angriff genommen und hat das auch schon gelöst. Und das heißt, der Roboter kann die Objekte erkennen, kann Spülmaschinen aufmachen, weiß, wohin er die Objekte welcher hier in dem Fall in die Spülmaschine platzieren soll. Und das alles autonom. Autonom heißt, er erkennt die Objekte selbstständig und weiß, wohin er die Spülmaschine platzieren soll. Kann selbstständig Griffe erkennen, greifen und aufmachen. In dem Fall. Also ich als Kind habe ja immer gehasst, das Kinderzimmer aufzuräumen. Deswegen arbeite ich jetzt auch an dem Thema, dass wir einen Roboter bauen, der Kinderzimmer aufräumen kann. Hier ist eine frühere Arbeit aus unserem eigenen Labor. Das ist der Roboter Now. Ich habe gehört, wir werden den später auch als Demo sehen. Wer ihn nicht kennt, der Roboter Now hat 25 Freiheitsgrade, ist ungefähr 60 cm groß, kann sehen, kann hören, hat auch mehrere Berührungssensoren. Und zusätzlich haben wir auf dem Kopf noch einen Tiefensensor draufgepackt, das heißt, damit er eine räumliche Wahrnehmung bekommt. Damit kann er dann eben die Objekte tracken und sich relativ zu den Objekten positionieren, weil er sich auch mit der Kamera lokalisieren kann und dann entscheiden, wie das Bewegungsmanöver aussehen muss, um so ein Objekt zu greifen. Ich habe ja den persönlichen Trainer angesprochen. Hier eine Arbeit, es geht um die Imitation von menschlichen Bewegungen, wo die beiden... Jetzt stoppt. Soll ich mal Pause drücken für euch?
Also in dieser Arbeit, wenn das Video mal läuft, in dieser Arbeit geht es darum, dass der Nao eben Bewegung eines Menschen imitiert, obwohl die beiden Akteure hier ganz andere motorische Fähigkeiten haben, muss der Nao eben seine Bewegung so anpassen, dass die zwar die Bewegung ähnlich sehen, aber dass er der Nao nicht umkippt. Leider schade mit dem Video. Was in dieser wissenschaftlichen Arbeit gemacht wurde, da wurde ein Verfahren entwickelt, dass der Nao automatisch die Beugungswinkel der Gelenke anpasst und dabei immer seinen Schwerpunkt über seinen Standfuß hält und das unabhängig von den Bewegungen des Menschen. Das heißt, wenn wir hier Bewegungsabläufe imitieren können, können wir diese auch abspeichern. Später können wir sie dann sozusagen vorzeigen und dann bei dem menschlichen Partner überprüfen, ob er die Übung richtig gemacht hat. Ich finde, das ist ganz nützlich bei Yoga. Wer da schon mal Yoga gemacht hat, macht man mehr falsch als richtig. Und also mich wird das motivieren. Ist leider nichts, wieso das Video stoppt. Gut, wir müssen Schedule einhalten. Hier habe ich mal Teilaufgaben in der Robotik aufgeführt. Viele der Teilaufgaben oder fast alle sind als einzeln gelöst. Wenn man die Idee des Butlers nur mal aufgreift, dann müssen alle diese Aufgaben sozusagen auf einmal gelöst werden, in ein System vereint. Und das ist nicht so einfach. Da kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Wieso, wenn wir schon alles lösen können, wieso sind Roboter dann eben nicht so verbreitet wie Smartphones zum Beispiel? Und das liegt meiner Meinung nach an drei Faktoren. Im Gegensatz zu Smartphones müssen Roboter in den unterschiedlichsten Umgebungen agieren, die sehr komplex sind und dynamisch. Es ist immer ein Ingenieursaufwand notwendig. Das heißt, man braucht ein gewisses Know-how, wie man Roboter bedient, programmieren und so weiter. Also ich bin ja schon im dritten Jahr und habe das Gefühl, ich weiß immer noch nicht so recht. Zumindest nicht alle Systeme. Und dann kämpfen wir in der Robotik mit wenig Ressourcen. Das heißt, wir haben immer sehr wenig Ressourcen zur Verfügung. Das will ich ein kleines Beispiel deutlich machen. Das heißt, wenn wir einen Roboter entwickeln, müssen wir uns erstmal auf Sensoren einigen. Das heißt, welchen Sensoren wird der Roboter verwendet? Viele haben Vorteile und Nachteile. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Tiefensensor nimmt, der funktioniert ganz gut bei geschlossenen Fenstern. Wenn Sonne drauf scheint, funktioniert er schlecht bis gar nicht. Das heißt, man könnte dann einen 3D-Lasersensor nehmen, der würde aber dann viel zu teuer werden und hat auch keine Farbinformationen. Stereo Vision hat leider bis heute immer noch keine akkurate die räumliche Information ist nicht akkurat, nicht genau genug. Wenn man jetzt im Zentimeterbereich arbeitet, kann man sich vorstellen, dass Stereo Vision eben das nicht umsetzen kann. Das heißt, wenn wir einen Alleskönner bauen wollen, müssen wir mehrere Sensoren benutzen. Und wenn wir dann einen Humanoiden haben, sprechen wir hier von 25 Freiheitsgraden oder mehr. Das heißt, die Planung erschwert sich. Das alles kostet Rechenressourcen. Wenn die Rechenressourcen erhöht werden, brauchen wir eine höhere Batterieleistung. Die Ladezeiten erhöhen sich. Und wenn man dann am Endeffekt das Produkt hat, stellt man fest, es ist viel zu groß und passt in keinen Haushalt rein. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Algorithmen so zu gestalten, dass die mit wenig Ressourcen klarkommen und trotzdem die Aufgabe zu unserer vollsten Zufriedenheit bewältigen. So einen kleinen Fortschritt, wir machen zwar Baby-Steps, möchte ich Ihnen gerne an der Fußschrittplanung deutlich machen. Das ist eine Arbeit von 2013. Der Nao muss hier den Raum überqueren und auf dem Weg liegen Hindernisse. Ich weiß nicht, wieso die Videos stoppen. Der muss drüber steigen und wir sehen oben rechts die kleine 8x, das ist nicht nur wegen der Schönheit da, das bedeutet, dass das Video mit achtfacher Geschwindigkeit abgespielt wurde. Das heißt, das ist jetzt auch langsam, wahrscheinlich ist das jetzt die Originallaufzeit sozusagen. Aber wenn man das abspielen würde, würde das sehr langsam gehen. Das liegt unter anderem, dass die Umgebung sehr chaotisch ist, die Höhenberechnung und die Fußschrittplanung dauern zu lange. Das heißt, der Nao muss lange nachdenken. Der hat auch keinen guten Prozessor drin. Also für diese Aufgabe
Und der braucht halt seine Zeit. Ja, das wäre schade, das Videos. Die aktuelle Arbeit beschäftigt sich auch mit Fußschrittplanung, wurde von meinem jetzigen Kollegen umgesetzt und dieser funktioniert augenblicklich. Wir sehen gleich, spulen wir vor. Sehen wir auch, dass man der Laptop auch mit Ressourcen kämpft, das heißt, er braucht auch ein bisschen länger zum Arbeiten. Das heißt, hier wird die Situation demonstriert und gleich zeigen wir, wie die Fußschrittplanung darauf reagiert. Rechts sehen wir die Segmentierung der Karte, das heißt unten links sehen wir das, was der Roboter sieht. Und die Segmentierung wurde so umgesetzt, dass es eben augenblicklich funktioniert im Gegensatz zu der anderen Arbeit. Wir arbeiten hier mit Linienerkennung, die rot angedeutet sind. Ja, ich glaube, so macht nicht so wirklich Spaß. Es tut mir leid, dass die Videos nicht laufen. Vielleicht doch meinen Laptop benutzen soll. Das andere Problem ist die Expertise in der Robotik. Das heißt, noch ist sehr schwer, einen Roboter zu kaufen, den aus der Box auszupacken und er macht, was er soll. Das heißt, man muss immer zumindest ein Interface haben, wo man programmieren kann, lange damit arbeiten, bis man dann eben, ja, das Video läuft flüssig, jetzt wollte ich das vorbuffern lassen, weil ich dachte, das läuft langsam, ich halte das mal an, man braucht immer eine Expertise und wir wollen Systeme eben erfinden, wo man den Roboter auspackt, den 2 Tage mal in der Wohnung rumlaufen lässt, dass er sich vertraut macht mit der Umgebung, mit den Menschen und dann selbstständig die Aufgaben ausfüllt. So ein System gibt es noch nicht, das ist halt Zukunftsmusik. Aber wir entwickeln schon lernende Systeme für Teilbereiche. Wie zum Beispiel hier soll der Roboter eben einen Ausfallschritt lernen, wenn er geschubst wird von hinten. Und wir sehen, beim ersten Mal ist er hingefallen. Und wie schnell das Lernen geht, schon beim zweiten Mal hat er gelernt, dass er die Fußschrittweite erhöhen muss. Und das klappt jetzt auch beim dritten Mal. Das ist meine Lieblingsstelle in Zeitlupe. Das war noch der erste Versuch. Zweimal hat es gelernt. Als letzten Punkt möchte ich das Projekt vorstellen, an dem ich arbeite. Das ist ein europäisches Projekt mit 9 Partnern überall in Europa und unter anderem wir. Das Ziel des Projekts ist eben, wie gesagt, das Aufräumen eines Kinderzimmers. Aber es soll nicht nur stupide, der Roboter soll nicht nur stupide das Spielzeug aufräumen, sondern soll mit den Kindern zusammen, spielerisch, dass die Kinder davon nichts merken, soll er eben das Kinderzimmer aufräumen. Die wichtigen Punkte ist hier natürlich die Sicherheit. Das heißt, wir müssen zu jeder Zeit gewährleisten, dass kein Kind verletzt wird. Das wäre eine Katastrophe. Und das heißt, wir müssen sehr robuste und sichere Navigation und Manipulation integrieren auf dem Roboter. Und auch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, die intuitive Interaktion zwischen Kindern und Robotern. Das heißt, meistens in der Robotik, wenn man nicht gerade Google heißt,
hat man wenig Ressourcen. Das heißt, man kann eben nicht, wie ich ja schon gesagt habe, ein Tablet auf den Roboter draufpacken, zwei Arme, Beine, das wird alles viel zu langsam gehen. Deswegen müssen wir das so designen, dass es eben auch mit so einer Büchse, wie wir die sehen, dass der Robotino, mit dem arbeiten wir in dem Projekt, da haben wir einen, oben einen Arm drauf montiert, und wir müssen das so hinkriegen, dass die Kinder es trotzdem verstehen. Das heißt, es werden viele Tests gemacht mit den Kindern und das Verhalten des Roboters evaluiert. Zum Beispiel, das zeigt auch das Video, ich hoffe, das läuft. Probieren es nochmal. Das heißt, wir gehen durch eine erste Phase durch, wo die Kinder sich vertraut machen mit dem Roboter. Da ist der Roboter eher ein passives Element. Wir wollen möglichst, dass die Umgebung sehr natürlich ist für Kinder, weil Kinder reagieren sehr sensibel auf solche Maschinen, die erschrecken sich. Das sehen wir auch gleich. Und das Ziel ist eben, dass wir diese Manipulation und Greifen von Objekten und das Navigieren und die Bewegung, dass das selbstverständlich für die Kinder ist. Das klappt nicht immer. Das heißt, wir haben den Kindern erklärt, dass diese Geste bedeutet, ich suche ein Objekt. Und jetzt müssen die Kinder erraten, was das für ein Objekt ist, ohne dass wir eben ein Interaktionselement extra einbauen auf den Roboter. Sehen wir, wie das Verhalten nicht sein sollte. Da sehen wir, dass das Kind ein bisschen irritiert ist. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt kommt aber der gute Part. Der Roboter nimmt das Objekt, guckt sich es an, greift. In dem Gripper sind auch Drucksensoren. Das heißt, er weiß die Konsistenz des Objekts. Und jetzt will er dem Kind mitteilen, nee, das ist nicht das, was ich suche. Nachher werden solche Experimente evaluiert, die Kinder werden befragt, die Eltern werden befragt. Und wir analysieren, was gut geklappt hat und was nicht, was wir uns ausgedacht haben. Gut, was können wir mit nach Hause mitnehmen, sozusagen als Message, was man von meinem Vortrag behalten sollte, ist... Ja, bis wir unseren privaten Butler haben, wird es noch eine Weile dauern. Was uns fehlt, woran wir arbeiten, ist eben ein robustes Verhalten, ein sicheres Verhalten in allen Situationen. Und solche Umgebungen sind halt sehr, sehr unterschiedlich und es ist sehr schwer, ein Verhalten oder eben Algorithmen zu schreiben, die auf allen Umgebungen funktionieren. Die gute Nachricht ist, wir können viele Teilprobleme lösen oder fast alle. Das heißt, wenn man eine Umgebung hat oder weiß, wie sie aussieht, gibt es für viele Problemstellungen Lösungen. Und ja, in den nächsten Jahren wird sich da noch viel tun. Vielen Dank. Tut mir leid für die Videos.